Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Format Naturmedizin. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich begrüße heute bei mir Karl Müller. Er ist Diplom-Ingenieur und Bewegungswissenschaftler und wir wollen heute mal über Bandscheibenvorfälle sprechen. Wie kommen sie zustande und was kann man am besten tun, um wieder zu regenerieren im besten Fall? Bleiben Sie dran, wir starten gleich ins Gespräch. Hallo lieber Karl, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Du hast mit der Entwicklung deiner Kybun-Schuhe maßgeblich zu vielfachen Erfolg oder beziehungsweise zu vielfacher Regeneration von unterschiedlichsten Problemen am Bewegungsapparat gesorgt. Und heute wollen wir mal über Bandscheibenvorfälle sprechen. Es ist ein oft gehörtes Wort, aber vielleicht wollen wir mal kurz einleiten, wie kommt denn ein Bandscheibenvorfall überhaupt zustande? Warum kommt es dazu? Ja, ganz einfach gesagt kommt es, weil die Wirbelkörper nicht physiologisch stehen. Würden die Flechten senkrecht aufeinander stehen, mehr oder weniger, in der Bewegung natürlich, bewegen sich die ganz, ganz leicht, dann würden die Bandscheiben schön da in den Wirbelkörpern drin bleiben, weil die sind ja schön da eingebettet. Wenn die Wirbelkörper aber ständig so ein bisschen nach vorne, weil wir vor allem im Alter dann immer mehr uns nach vorne bewegen, durch das Sitzen die vorderen Faszienketten verkürzt sind, ziehen die vorderen Muskeln mehr zusammen als die hinteren. Und das führt dazu, dass die Bandscheiben aus den Wirbelkörpern nach hinten hinausgedrückt werden. Und das hat mit dem Alltag zu tun. Probleme an unserem Körper haben ja eigentlich alle mit dem Alltag zu tun. Entweder weil wir zu viel Stress haben, weil wir uns ungesund ernähren oder weil wir uns halt nicht so im Alltag bewegen, wie es der Körper von nur Natur aus gerne hätte. Das sind so die Möglichkeiten und das sind, hat alles mit unserem Verhalten im Alltag zu tun. Also auch zu wenig Bewegung, nicht, dass wir uns falsch verhalten, wahrscheinlich auch zu wenig Bewegung, oder? Da bin ich gar nicht einverstanden. Ah, okay. Ich glaube, wir haben zu wenig Bewegung. Wir haben die falsche Bewegung. Wir haben nicht zu wenig Bewegung. Viele Probleme kommen daher, weil die Probleme eben, weil wir uns falsch bewegen. Zum Beispiel viel sitzen. Sitzen ist das neue Rauchen. Wer länger sitzt, ist früher tot. Da gibt es so Sprüche und die haben alle ihren Wahrheitsgehalt. Wenn wir halt so sitzen oder auch beim Arbeiten im Alltag falsch anheben, wenn wir noch nie Probleme gehabt haben und wir heben etwas an, dann heben wir es normalerweise falsch an. Erst wenn wir wissen, dass man sich nicht nach vorne beugen sollte, wenn man etwas anhebt, sondern dass man eben mit einem geraden Rücken in die Hocke runtergehen sollte und das dann so anhebt, dann weiß man ja, ah, ich habe da was falsch gemacht. Und diese Gewohnheiten im Alltag sind eigentlich die Ursachen fast aller gesundheitlichen Probleme, die wir haben. Jetzt sind Bandscheibenvorfälle ja extrem schmerzhaft. Und wie geht man denn klassisch medizinisch vor? Ich kenne eigentlich in den meisten Fällen Operationen. Ja, leider wird viel zu schnell operiert, auch bei Bandscheibenvorfällen, anstatt an der Ursache etwas gemacht. Es ist halt so, dass bei Bandscheibenvorfällen man nicht gerade das wieder einrenken kann. Es gibt auch so Fälle, wo man durch manuelle Manipulationen mal etwas
einrenken kann, aber Bandscheibenvorfälle sind eher langfristig, das kommt langsam. Und das geht dann auch nicht so schnell, bis das wieder vorüber ist. Es gibt Therapien, Therapieformen, wo man dann halt alles nach hinten macht. Ich finde persönlich die gut, aber man sollte nicht übertreiben. Einfach nach hinten sich bewegt, eher Richtung Hohlkreuz und dadurch die Bandscheiben wieder reindrückt. Aber es geht halt nicht zu schnell, weil die Muskulatur, die blockiert. Die Muskulatur, und das sind so viele Muskeln rundherum, um die Wirbelkörper, um die Bandscheiben herum, seitliche Muskeln, hinten und vorne gibt es Muskeln, rund um die Wirbelsäule herum sind so viele kleine Muskeln, tiefe und oberflächliche, die sogenannte Schutzspannungen aufbauen. Es gibt übrigens bei QS24 sehr gute Sendungen von einem Dr. Meyer. Das rate ich allen mal anzuschauen. Diese Schutzspannungen, die sind dafür da, eben um die Bandscheiben zu schützen. Und wenn die hinteren und vorderen Muskeln, die Agonisten und Antagonisten oder auch seitlich, wenn die mal halten, wenn die mal festhalten, dann will keiner von denen will loslassen. Am ganzen Rücken, alle wollen, die blockieren. Wenn man dann dehnt, ja, kann es sein, dass die dann noch mehr spannen, weil jeder glaubt ja, er hat eine Aufgabe, jeder Muskel hat glaubt, er hat die Aufgabe, nicht loszulassen, weil sonst die Bandscheibe rausspringt. Also welcher lässt dann zuerst los? Darum spritzt man dann manchmal Cortison, was sogar eine kurzfristige Wirkung haben kann, was aber mittelfristig, längerfristig natürlich die Strukturen zerstört, das Gewebe zerstört. Darum ist da höchste Vorsicht geboten, wenn Blockaden da sind. Da gibt's, hat dann zum Beispiel der Dr. Meyer hat da Alternativen. Und langfristig muss man parallel auch sich fragen, was mache ich falsch im Alltag? Woher kommt, was ist in meinem Alltag dafür mitverantwortlich, dass dieser Bandscheibenvorfall geschehen ist? Und da ist sehr oft das Sitzen mitverantwortlich. Und dann halt auch das Gehen und die ganze Geschichte des Bewegungsapparats. Wenn ich zum Beispiel mal durch einen Unfall, Achillessehnenentzündungen, Achillessehnenabriss oder Bänderverletzung im Fuß oder was auch immer, das ruft dann Schonhaltungen hervor. Vor allem, wenn man dann noch diese Klumpfüße verpasst bekommt, also diese Schuhe da, diese schweren Schuhe, die wo das Fußgelenk 4 bis 6 Wochen stillgelegt wird, dann während dieser Zeit hinkt man ja. Und dieses dieses Hinken, wenn der Schuh dann wieder weg ist, geht das Hinken weiter. Ja. Weil ja der Bewegungsablauf im Hirn und in den Faszien, in den Muskelfaszien abgespeichert ist, bleibt das. Und diese Schonhaltung, die kann links, rechts sein. Die kann vorne, hinten sein. Oft ist es eine Kombination. Es kann auch eine Verfringung sein im Becken. Das löst dann Skoliosen aus. Skoliose hat man vielleicht schon gehabt oder das kann dann eine auslösen. Und diese Schonhaltungen, die bauen erst recht diese Schutzspannung in der Wirbelsäule auf. Und wenn man diese durch eine Dehnung lösen will, ohne dass man auch am Gang etwas macht, am Gangbild oder nach dem vorne beugen, ohne an dem im Alltag arbeitet, kommt das immer wieder und das kommt nicht gut.
diese Schutzspannungen sind sehr, sehr schwierig loszuwerden. Mhm. Und wichtig ist immer, dass man sich im Alltag fragt, was soll ich tun? Ich habe zum Beispiel, hier sitze ich zwar auf einem Stuhl jetzt, aber zu Hause habe ich nur beim Essen einen Stuhl und sonst bewege ich mich auf dem Boden. Ich sitze im Schneidersitz oder irgendwie immer wieder anders. Man sollte sich ja sehr variantenreich bewegen. Nicht nur einfach so sitzen und hier immer wieder mal rechts und links wechseln, ein bisschen dehnen, die Faszien ein bisschen bewegen. Sehr variantenreich sich bewegen, damit die Faszien nicht in eine Einseitigkeit verfallen und dadurch auch nicht sich verkleben, weil Einseitigkeit verklebt. Mhm. Und ja, das ist etwas, was man parallel immer tun soll. Woher kommt, sich fragen, woher kommt der Bandscheibenvorfall? Und dann halt dieses und jenes ausprobieren und wird man sehen, dass man den Körper auch immer besser kennenlernt. So. Also eigentlich bräuchte man ja, nachdem man dann diesen, ich sage jetzt mal, Schuh, den du vorhin so schön beschrieben hast, wenn man dann eine Schonhaltung eingenommen hat, nachdem der ab ist, bräuchte man dann eigentlich wieder sowas wie Krankengymnastik oder Physiotherapie, um sich diese Schonhaltung wieder abzugewöhnen, oder? Krankengymnastik, Physiotherapie ist sicher gut, um zu lernen dort, was man tun soll, aber der Alltag im Alltag. Okay, ich verstehe. Zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal von diesem blockierenden Schuh ausgehen und uns mal dieses Bild anschauen, dann sieht man ja das Skelett rechts. Ja. Und ein Schuh, der blockiert, oder auch schon der harte, flache Boden, limitiert ja die Bewegung der Füße. Dann sieht man, der Fuß dort rechts, der klappt einfach so auf den Boden. Das ist ein Klappfuß. Und so ein Gips ist ja mehr oder weniger ein Gips, so ein Schuh, oder? Mhm. Der blockiert ja die Bewegung der Füße. Wenn man die Füße sind ja da, um zu bewegen. Wenn man links und rechts vergleicht, dann sieht man die Füße beim linken Skelett, die drehen, die rollen ganz kräftig ab. Und entsprechend ist die Bewegung der Knie, das Becken geht in die aufrechte Bewegung. Und wenn der Fuß nur nach unten klappt, und der wird ja dann immer schwächer, immer unbeweglicher, und auch die Balancierfähigkeit nimmt ab rechts. Mhm. Und wenn man das wieder rückgängig macht, indem man eben lernt, ganz anders zu gehen, die Füße kräftig bewegt, so wie links, dann richtet sich der Körper auf und dann werden solche Schutzspannungen auch im Alltag automatisch sich lösen. Die Schultern gehen mehr nach hinten, dann merken die Muskeln, die hinten ziehen, weil sie eben vorne zieht, die können loslassen. Also wenn es dann vorne nicht mehr runterzieht, dann merken die Muskeln hinten automatisch, jetzt kann ich ja langsam loslassen. Das ist ein Prozess, der dauert Wochen und Monate. Der dauert sehr lange und man braucht auch Ausdauer, wenn man das wirklich auf natürliche Art lösen will. Und es rät sich einfach, das zu tun. Es gibt beschleunigende Prozesse, eben wie Spritzen oder gewisse manualtherapeutische Maßnahmen. Ja, aber es bringt mich ja nicht wieder zurück in ein natürliches Gangbild, oder? Ja, genau. Es bringt im Moment, kann es helfen. Ja. Es löst dann im Moment was. Mhm. Aber ich falle wieder in das, wenn ich nichts im Alltag dagegen tue, wenn ich nur zweimal pro Woche in der Physiotherapie was tue und nicht im Alltag, da werde ich nie aus diesen Schonhaltungen und aus diesen Schutzspannungen herauskommen. Mhm. Also du hast schon gesagt, sind diese die harten Böden beispielsweise, die eben einfach auch ein Problem schaffen, wenn wir uns ständig nur darauf bewegen. Was ist dann die Lösung für den Alltag? Anders zu gehen. Also man sieht ja links,
dieser Mensch, das ist ein Maasai-Mensch, wie der geht, wie seine Füße sich bewegen. Mhm. Die Füße, die, da ist Kraft, Balancierfähigkeit und Beweglichkeit drin. Und beim Fuß, beim rechten Skelett oder ganz rechts bei diesem Menschen, da sieht man bei praktisch allen älteren Menschen sieht man, dass sie die Füße nur fallen lassen und die Hüfte, die Schläge in die Knie und die Hüfte blockiert. Und wenn man da etwas tun will, dann muss man im Alltag an den Füßen arbeiten. Das kann man in dem Fall, indem man einen Schuh mit einer weichen Sohle ganz bewusst kräftig abrollt, von hinten nach vorne kräftig abrollt, sich aufrichtet und ein bisschen so geht wie das Skelett links. Mhm. Haben wir natürlich auch unser, könnte man auch unsere Schuhe dazu benutzen. Mhm. Das ist aber nicht ein Muss, diese Schuhe. Es geht eigentlich, diese Schuhe unterstützen dieses natürliche Gehen. Es geht viel einfacher. Die erinnern einem auch ständig und es geht automatischer. Aber man kann es natürlich auch ohne unsere Schuhe einfach bewusst mit den Füßen kräftig rollen, sich aufrichten, ja, so gehen, wie man sieht, man kann das besser einfach durch Emotionales, durch visuelle Anschauen dieses Skeletts kann man es fast besser als durch das Erklären mit Worten. Ja, ja. Nein, also es geht ganz klar hervor, wie das richtig aussehen sollte. Ne? Und das linke Skelett ist ja auch wesentlich harmonischer vom Bewegungsablauf als genau. Das rechte. Also bei dem rechten hat man das Gefühl, die Bestandteile gehören alle nicht zusammen. Und ja, das genau. Tut richtig weh beim Zuschauen. Es ist eckig. Ja. Es hackt. Ja. Und das andere ist, ja, ist harmonisch, ist rund und beginnen tut es am Fuß. Mit Kraft, Beweglichkeit und Balancierfähigkeit am Fuß. Das ist ein Schlüssel. Und dann geht die Bandscheibe, also wenn ich dann ständig so gehe, dann kann die Bandscheibe gar nicht als zurückgehen, aber die geht zurück, alles miteinander. Die Schutzspannungen lösen sich so nach und nach von unten nach oben oder von oben nach unten, von links nach rechts oder wie es, das ist dann individuell unterschiedlich, lösen sich die automatisch auf, bis die Schutzspannungen dann weg sind, aufgelöst sind und der natürliche Gang Einzug gehalten hat. Denn beim natürlichen Gang ist dann auch ein Zeichen dieser Armschwung, ja. Die Rotation in der Brustwirbelsäule. Wenn die nicht mehr rotiert, wie man rechts sieht, dann ist das, weil Schutzspannungen das ganze System verhindern, blockieren. Oder? Mhm. Ja. Jetzt sagst du ja, man kann das auch, also man kann das ganz gezielt, indem man aufs Abrollen der Füße achtet. Wie lang am Tag sollte man das denn idealerweise praktizieren, um zum Erfolg zu kommen? Möglichst häufig. In meinem Fall wäre das nicht nötig, weil ich mache das seit 25 Jahren. Das Ziel ist ja, dass dann das irgendwann mal, wenn man es entweder einfach bewusst immer macht oder halt jetzt mit unseren Schuhen das macht, dass das zum eigenen Bewegungsablauf wird, dass das mein körpereigener Gangmuster wird. Und dann kann man irgendwie gehen auf harten Böden und man wird immer kräftig mit den Füßen rollen. Ja, also das ist das am wenigsten, ich sage jetzt mal, zeitaufwendige, weil es dann einfach zum Alltag wird, ne? Wenn man. Ja, das ist noch so ein Nebeneffekt, dass es keinen Zeitaufwand braucht. Am Anfang natürlich braucht man die Unterstützung von Fachleuten, eben Dr. Meyer ist da sicher ein absoluter Topfachmann, andere Physiotherapeuten, Faszienlehrer, Faszientherapeuten, die können sicher einem auch unterstützen, aber man kann da gar nicht zu schnell einfach etwas machen. Das geht nicht einfach mit ein paar Therapiesitzungen. Da ist einiges mehr dahinter, weil diese
Schonhaltungen und diese Schutzspannungen, die sind dermaßen komplex und alt eingesessen, dass sich nicht alles auf einmal auflöst. Ja, also ich habe da schon in vielen Gesprächen mit dir schon gelernt, was du mit der Entwicklung deiner Schuhe eigentlich bezweckst, beziehungsweise was die Schuhe bezwecken sollen. Und das leuchtet mir total ein. Also es ist eben einfach dem zu schulden, dass wir in unserem Alltag nicht mehr natürliche Böden vorfinden, also da, wo wir uns bewegen, ob auf der Straße oder zu Hause, sondern es wäre eigentlich nur noch auf der Wiese. Aber wer geht schon? Ich wüsste nicht, wann ich zuletzt barfuß über die Wiese gelaufen bin. Ja, man, das reicht nicht aus, diese paar Mal, die man pro Jahr barfuß auf der Wiese geht. Das ist dann zwar, das zeigt einem, wie angenehm gehen sein könnte, aber das reicht nicht, um sein Gangmuster zu verändern. Mhm. Also in den Schuhen, die du entwickelt hast oder die ihr entwickelt habt, da ist eben einfach der Vorteil, dass dieser natürliche Untergrund nachempfunden wird. So habe ich das jedenfalls wieder verstanden. Es macht eigentlich diesen harten, flachen Boden, macht es weich, elastisch, federnd, angenehm. Mhm. Weil zwischen den Füßen und dem harten, flachen Boden ist so eine Sohle drin, die weich, elastisch, federnd. Und da rollt man dann automatisch ab, wie wenn man im Sand geht. Mhm. Und du sagst immer, geh mal im Sand, ohne abzurollen. Das geht gar nicht. Man wird abrollen, weil der Sand das sinkt ein. Und man wird immer abrollen im Sand. Und diesen Schuhen auch. Ja. Wird man immer abrollen, weil das geht tief hinten rein. Mhm. Und dann drückt man nach vorne und dann federt das so ein bisschen elastisch. Stimmt, wenn ich mich an meine letzten Sandgänge entsinne, das stimmt, ja klar. Aber ja, in der Tat, aber wir haben so solche Untergründe einfach im Alltag zu selten. Jetzt könnte man ja sagen, ja, gibt ja diverse Einlagen von vielerlei Herstellern. Wo sind denn die Unterschiede? Das kannst du mir sicher ganz gut beantworten. Ja gut, Einlagen machen genau das Gegenteil. Wir fördern ja die Bewegung im Fuß und Einlagen limitieren die. Da geht man dann noch mehr so wie bei diesem Skelett links und dann fällt man nach vorne und dann, wenn die Wirbelsäule nach vorne fällt, dann drückt es halt die Bandscheiben wieder raus. Um die Bandscheiben wieder reinzudrücken, muss man sich aufrichten und eher so ins aktive Hohlkreuz, Physiotherapeuten, wenn man sagt, du musst in die Hyperlordose oder die Lordose nutzen, um zu gehen, dann sagen, nein, das ist gar nicht richtig, aber das ist ja eine aktive, die Lordose ist ja eine natürliche, das ist ja die Krümmung der Wirbelsäule, da in diesem Fall jetzt im Lendenwirbelbereich. Mhm. Und weil die aktiv ist, das heißt, weil die Muskeln arbeiten in dieser Zeit, ist das völlig ungefährlich. Mhm. Also wenn ich so gehe, werde ich nie einen Bandscheibenvorfall bekommen. Ja. Gegenteil, ich kann den dadurch korrigieren. Also das heißt, ich habe dadurch eine gute Prävention? Das ist das eine? Ja, Therapie auch und Prävention. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen? Ja, es wäre gut präventiv, wenn man präventiv so gehen würde, der Mensch und ich auch, bin keine Ausnahme, wir sind so getaktet, dass wir immer über die Grenzen müssen, um etwas zu lernen. In jungen Jahren denkt man, ich kann essen, was ich will, mein Magen, mein Darm, die halten alles aus. Und irgendwie im Alter merkt man dann, dass man sollte sich gut ernähren, damit man auch langfristig einen gesunden Magen-Darm-Trakt hat. Das ist das Trügerische, ne? Der Körper ist so fantastisch in seiner Leistung und versucht so lange wie möglich Dinge zu kompensieren, aber irgendwann ist eben einfach sind die Möglichkeiten erschöpft, um Dinge weiter zu kompensieren. Genau, das ist genau das. Der Körper ist genial. Einerseits kompensiert er, was immer er auch kann. Und wenn man dann aber mal gelernt hat,
dann unterstützt er einem auch wieder in der Heilung. Also man kann dann auch schon von außen eingreifen und schnell was operieren. Aber das ist die Abkürzung und nicht im Sinne des Körpers. Der Körper hat unglaubliche Möglichkeiten, sich wieder selbst zu heilen, wenn man ihn dann auch in dieser Weise unterstützt. Wenn man ihn in die Lage dazu versetzt. Ne? Genau. Okay, also macht für mich total Sinn und kann ich mir absolut so vorstellen. Wo findet man denn weitere Informationen jetzt speziell zu deinen Entwicklungen, zu deinen Schuhen? Also wenn man den Gang ändern möchte, ganz einfach, ohne das selber anstrengend zu machen, dann kann man bei Kibun unter KYBUN im Internet oder Kibun Joya, JOYA, findet man alles Mögliche. Dann kann man dort auch Bandscheibenvorfall oder Rückenschmerzen eingehen oder geben oder Kniearthrose und dann findet man jeweils die entsprechenden Informationen, Übungen, auch ganz konkrete Übungen, was man machen kann. Wunderbar. Es gibt ja auch schon diverse Interviews, die wir mit dir geführt haben und wo du schon auf viele entsprechende Probleme im Bewegungsapparat hingewiesen hast und wie die Lösung aussehen könnte. Also auch da können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer schlau machen. Ich danke dir für den Moment, für dieses Gespräch auf jeden Fall, für diese, ich sage jetzt mal, Volkskrankheit, Bandscheibenvorfall. Ich glaube, so kann man es ja fast bezeichnen, weil wir alle eben einfach ein problematisches Bewegungs- oder auch Verhaltensmuster uns aneignen im Laufe des Lebens. Gewohnheiten. Genau, richtig. Ja. Ich danke dir. Und freue mich auf unsere nächsten Gespräche schon mehr über unseren Bewegungsablauf und oder Apparat und noch darüber hinaus. Du hast ja noch ganz andere Qualitäten, Fachgebiete, worüber wir auch noch sprechen werden. Da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank. Auch Ihnen danke ich ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren und vielleicht ist Ihnen auch geholfen worden mit den Erkenntnissen, die Sie aus diesem Interview gewonnen haben. Ich wünsche es Ihnen jedenfalls, sollten Sie unter Erkrankungen des Bewegungsapparates leiden. Es gibt auch Lösungen, die nicht unbedingt mit einer OP einhergehen müssen. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und bleiben Sie achtsam, wachsam und bitte auch liebevoll zu sich selbst. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.